Meine lieben Freunde und willkommen zum neuen Unboxing-Video der WrestleQuade aus dem Monat Mai. Da ist das ganze Stück, ist leider ein bisschen verbeult. Ich hoffe, da ist nichts kaputt gegangen. Hoffen wir es mal, ne? Da machen wir sie mal auf und schauen, was da drin ist. Gut, so wie es ausschaut, ist nichts kaputt gegangen. Ja, da haben wir einen Ball, und zwar Beachball Mania. Ja, ein Strandball, den man aufblasen kann. Hat dann solche Farben, weiß, rot, blau. Gelb, orange, grün. Ja, cool. Beachball Mania. So, was haben wir denn hier noch alles? Oh. Dann haben wir einen Pin. Und zwar Kenny Omega. Sieht cool aus. Okay, sieht echt geil aus. Dann haben wir wieder mal Calling Spots. The Professional Wrestling Fans Magazine. Da habe ich halt schon zwei. Das ist jetzt das dritte. Ja, ist halt immer mal auf Englisch, was so passiert ist im Wrestling. Page Against the Machine. Was haben wir noch? Irgendwas, was ich auch kenne. Oh, Ryback. Naja. Ja. Oh, gut, okay. Hier ist es leider ein bisschen zerknickt, das Bild. Hier von hinten könnt ihr das besser erkennen. Aber ich weiß nicht, wer das sein soll. Schade, schade. Ja, dann haben wir hier so eine Art, ja, Postkarten. Von Beyond Gorilla. Kota Ibushi ist es auf der Postkarte. Nochmal Kota Ibushi. Ich glaube, das ist alles Kota Ibushi. Dann haben wir WXW. Ja gut, das ist nur Werbung. Das sieht keinen. Und da haben wir ein T-Shirt. Was haben wir denn da? The King of the Cruiserweights. Okay. So schaut das T-Shirt aus. Das Logo gefällt mir. Schön lila.
The King of the Cruiserweights. Okay. Nice, nice, nice. So, und dann? Ich glaube, das machen wir später auf. Weiß ich nicht, was da drin ist. Eine Tasse vielleicht. Oh Gott. So. Dann haben wir Invasion Super Show. War Machine King of the North. So schaut's von vorne aus. Und da kämpfen Travis Banks vs. Charlie Garrett, OTT Tag Team Championship, The Gymnastics vs. Angel Cruz und Tyler Bate, Shawn Guinness vs. Jigsaw, War Machine vs. The Kings of the North, Zack Sabre Jr. gegen Pete Dunne und The Uptown Funkers gegen Marty Skrull und John Devlin. Hier nochmal die Kämpfe. Und was haben wir da noch? Wrestling World Championships. 4 Promotions, 3 Shows. Also 4 Wrestling Ligen und 3 Shows. Da machen wir Damak, Zachary Wentz, Tracy Williams, Martin Kirby, Bubblegum, Ex-Editor Jr., R. Fox, Desmond Xavier, John Simmons, Dave Chris, Chris Dickinson, Joey Janela, Dave Mastiff, Keith Lee, T-Bone, David Starr, Easton Reese, Lionheart, Shah Samuels, Danny Hope, Roy Knight, Zack Knight. Ja. Genau. So, dann kommen wir mal zu dem Inhalt von diesem schönen Päckchen. Ah, das ist eine Tasse. Randy Orton. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wer Randy Orton ist. Und auf der anderen Seite genau das gleiche Logo. Ja. Ja. Das war's. Ach, ich weiß nicht, die Wrestle Crate wird irgendwie, weiß ich nicht. Ich überlege echt schon, die Slam Crate zu bestellen. Aber die wollen ja dann immer gleich über 200 Euro haben. Also dann halt für die ganzen Monate. Und die muss ich vom Zoll abholen. Ja, war jetzt nichts so gescheites drin, fand ich. Also war jetzt nicht so der Oberbürner. Naja, gut. Also unbedingt mal schreiben, wer Randy Orton ist. Und ja, dann war's das wieder für dieses Unboxing-Video. Wenn das Video euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.